Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Lukas-Gemeinde aus meinem Homeoffice hier in Heiligensee. Im Rahmen unseres Bibelprojektes darf ich einen kleinen Beitrag weitergeben zu Psalm 31, der uns mit hineinnimmt in eine sehr kritische Lebenssituation des David. Wieder einmal steht ihm das Wasser bis zum Hals. Dieser kampferprobte Typ, der schon viele Konflikte in seinem Leben zu bewältigen hatte, er kämpfte gegen wilde Tiere, um seine Schafsherde zu bewachen. Er kämpfte gegen Goliath. Er war Heerführer des Sauls und schlug große Schlachten. Ist er in dieser Situation besonders herausgefordert? Es ist halt ein Unterschied, ob ich irgendwie für andere kämpfe oder ob ich auf einmal selbst herausgefordert bin, weil Menschen mir nach dem Leben trachten. Und das hinterlässt Spuren im Leben des David. Und es war ja nicht ein einziger Konflikt irgendwann einmal, sondern irgendwie in einer bestimmten Zeitperiode seines Lebens ein ständiger Konflikt. Jeder wollte ihm an die Gurgel, machte ihm das Leben schwer. Und das machte was mit David. Konnte er am Anfang die Dinge vielleicht gut wegstecken, irgendwann geht es ihm an die Nieren. Und wenn man diesen Psalm liest und die Worte sich anschaut, die er findet, dann spürt man so ein bisschen Burnout-Stimmung. Er kommt ganz schön an seine Grenzen und ist verzweifelt. Und dieser innere Konflikt verstärkt sich dadurch, dass er spürt, dass Menschen, die eigentlich an seiner Seite standen, irgendwie von ihm abrückten. Man tuschelte hinter seinem Rücken, Nachbarn, Freunde, die eigentlich mit ihm feierten und eine Ermutigung sein sollten. Auf einmal gehen sie auf Distanz. Und dann steigt noch etwas aus seinem eigenen Herzen empor. Irgendwie Schuldgefühle. Bin ich nicht doch selbst schuld an diesem Konflikt? Habe ich nicht versagt vor Gott? Und auch damit muss er umgehen. Irgendwie ein ganz kritisches Gemengelage. Die Herausforderungen, die äußeren und die inneren. Die große Frage ist, wie wird er damit umgehen? Wie wird er das bewältigen können? Vielleicht findest du dich wieder in diesem Gemengelage. Denn Menschen haben sich nicht groß verändert und machen uns das Leben schwer. Gewisse Menschen in unserem Alltag, vielleicht Familienmitglieder, vielleicht Menschen an unserem Arbeitsplatz, vielleicht Menschen in der Gemeinde. Wir fühlen uns bedroht, wir fühlen uns unverstanden, wir fühlen uns und erleben uns gemobbt am Arbeitsplatz, sind einsam, empfinden Ungerechtigkeit. Und dann stehen wir vor der gleichen Herausforderung wie die, die David zu bewältigen hatte. Wir müssen in dieser Gemengelage irgendwie Wege finden, nicht nur um zu überleben, sondern gut zu überleben. Wir müssen die Dinge bewältigen und uns Zuversicht und Hoffnung bewahren für das, was ansteht in unserem Alltag heute und dann erst morgen. Interessant zu sehen, wie David damit umgeht. Auf der einen Seite können wir erst einmal beschreiben, was er nicht tut. Er fängt nicht an, Gott anzuklagen, dafür, dass er in dieser Situation steckt und herausgefordert wird, sondern er klagt Gott seine Lebenssituation. Er macht seinen Emotionen Luft, er teilt mit Gott seinen Schmerz und das ist die halbe Miete. Dann überwindet er auch die Tendenz, wenn man Schuldgefühle erlebt, vor Gott zu fliehen und sich zurückzuziehen, sondern geht geradezu in die Offensive und sucht seinen Gott, den gnädigen Gott, den vergebenden Gott. Und das ist so zentral wichtig in der Bewältigung unserer Schuld. Und als er dann Gott seine Probleme klagt, dann macht er die Probleme nicht größer, als sie sind, und Gott damit kleiner, sondern seine Strategie ist genau andersherum. Er macht Gott größer und erlebt damit, wie die Probleme kleiner werden. Hochinteressant, was wir dann sehen dürfen bei ihm, was er von Gott begriffen hat. Obwohl David ein Mann ist, der Jesus noch nicht begegnet ist, Jesus, der uns ja vor Augen führt, wie wir Gott zu verstehen haben, wie Gott in seinem tiefsten Wesen ist, sodass er für uns der vertrauenswürdige, liebende Vater geworden ist. All das hat David nicht in Jesus vor Augen und trotzdem hat er so viel schon von Gott begriffen und erstaunlich, wie er in unserem Text das Wesen Gottes beschreibt. Gott ist ein gerechter Gott, ein Fels der Zuflucht, ein für Feinde unzulängliches Haus, eine Festung,
ein seine Leute leitender Gott, ein erlösender Gott, ein treuer Gott, ein gnädiger Gott. Und immer wieder betont er, ein gnädiger Gott. Ein Gott, der seine Augen nicht verschließt vor den Herausforderungen seiner Leute. Ein Gott, der unseren Füßen weiten Raum ermöglicht. Ein Gott, der unsere Zeit und unser Leben in seinen Händen hält. Ein gütiger Gott und ein seine Leute schützender Gott. In der Proklamation dieser Wahrheiten erlebt David, wie er durchkommt durch die Probleme, Oberwasser hat und durch Hoffnung geleitet seine Probleme angehen kann. Und was das Besondere ist, David wird damit zum großen Seelsorger des Volkes Gottes. Und sein seelsorgerlicher Rat und Trost geht über die Jahrhunderte und erreicht dich und mich heute an dem Ort, wo wir unseren Herausforderungen begegnen müssen. Und er spricht uns zu am Ende des Psalms: Ihr alle, die ihr zum Herrn gehört, zeigt ihm eure Liebe. Der Herr behütet alle, die ihm die Treue halten. Seid stark und fasst neuen Mut, ihr alle, die ihr auf das Eingreifen des Herrn wartet. Zeigt ihm eure Liebe, ist sein Rat. Das möchte ich euch weitergeben als Trost und Ermutigung für diese Woche. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, vielleicht schon am Sonntag, und dass ihr in dieser Zeit Gottes Gnade und Liebe erfahrt. Gott mit euch.